Die Bedrohung durch den Klimawandel ist doch allen bekannt. Worüber wird jetzt in Sharm el-Sheikh aktuell noch gestritten, dass man sich da nicht auf ein Abschlusspapier einigen kann? Nun, die Interessen der Staaten sind natürlich massiv. Zum einen geht es darum, wie man den Klimaschutz vor 2030 straffer organisieren will. Das Paris-Abkommen sieht eigentlich vor, dass die Staaten eben nationale Selbstverpflichtungen abgeben, was sie bis 2030 tun wollen, Ziele formulieren, Maßnahmen hinterlegen. Und dann sollte die Sache laufen. Tut sie aber nicht so ohne weiteres. Denn die Staaten sind frei in der Wahl ihrer Ziele und zusammengenommen reicht das halt alles nicht aus. Außerdem geht der Klimawandel schneller voran, als man ursprünglich mal gedacht hatte, auch noch in Paris gedacht hatte. Und deswegen wäre es wichtig, sagen Klimaschützer, sagt aber auch die deutsche Bundesregierung, wenn man ein sehr straffes Arbeitsprogramm hätte, jedes Jahr einen neuen Blick auf die Dinge, Sektorziele für Verkehr, für Gebäude, für Industrie in allen Staaten, sodass jeder seine nationale Selbstverpflichtung jedes Jahr neu rechtfertigen muss. Das ist sozusagen das deutsche Klimaschutzgesetz für alle. Es soll ja außerdem einen Klimafonds für Entwicklungsländer geben. Was soll daraus finanziert werden? Es gibt ja etliche Fonds. Dieser neue soll die Schäden und Verluste, die klimabedingt sind, ausgleichen. Also, wenn ein Staat durch Dürren, durch Überschwemmungen große Schäden nimmt und das selbst nicht tragen kann, dann soll es eine Entschädigung geben. Wie sieht die aus? Das ist hoch umstritten. Ein Fonds ist eine Sache. Die Entwicklungsländer wollen das ganz dringend. Die wollen eine eigene Kasse, einen eigenen Fonds. Die Industriestaaten sind traditionell eher dagegen und sagen, das ist ein Fass ohne Boden. Man weiß nicht, wo das endet. Die EU hat jetzt eine Brücke probiert und gesagt, ja, wir können uns mit einem Fonds einverstanden erklären, wenn A, der wirklich nur die bedürftigsten Länder adressiert, also dass nur die Geld kriegen und wenn B, auch die großen Schwellenländer, namentlich China, dort Geld einzahlen. Das wären die Voraussetzungen und darüber kämpft man jetzt. Und wer würde dann am Ende garantieren, dass mit dem Geld keine Autobahnen oder womöglich Kohlekraftwerke gebaut werden? Eben. Solche Regeln und Regelungen muss man treffen. Und dazu soll noch mindestens ein weiteres Jahr eben verhandelt werden über einen solchen Fonds. Aber der Grundsatzbeschluss, kriegen wir überhaupt den Einstieg in einen Fonds oder gibt es nur eine weiche Erklärung, wir könnten über Lösungen nachdenken, die auch ganz anders aussehen, der muss hier gefasst werden. Und die Entwicklungsländer, glaube ich, werden nicht wieder nach Hause gehen, ohne dass sie diesen Fonds hier grundgelegt haben. Das haben sie im letzten Jahr in Glasgow zähneknirschend noch drangegeben, aber deutlich gemacht, dass hier der Tag ist. Jetzt haben Sie schon gesagt, im Grunde reicht es nicht, wenn man einmal im Jahr sich nur trifft und wenn man immer so ganz große Pakete verabschiedet. Das, was jetzt beschlossen wird, wie bindend ist das dann tatsächlich am Ende? Also alle Beschlüsse dieses Gremiums, oder nein, Ein Gutteil der Beschlüsse dieses Gremiums sind unter dem Paris-Abkommen und damit haben sie eine völkerrechtliche Verbindlichkeit. Die politische Schlusserklärung zum Beispiel ist eine pur politische Erklärung. Die ist relativ unverbindlich. Insofern ist immer die Frage, was genau man meint, wenn man hier ein Ergebnis anschaut. Und das andere ist, auch völkerrechtlich verbindliche Beschlüsse fußen ja auf den Grundsatz, Pacta sunt servanda, also Verträge sind von Staaten einzuhalten. Sie können gar nichts machen, wenn Staaten diese Verträge nicht einhalten. Das kostet sie Glaubwürdigkeit, das wird an anderer Stelle vergolten, aber das Völkerrecht ist nicht in der Lage, sowas wirklich durchzusetzen. Wird denn das, was da jetzt beschlossen wird, am Ende reichen, um den Klimawandel zumindest abzubremsen? Das ist ja bereits gelungen. Also abbremsen konnte man jetzt schon. Wenn man die ganze Kette der Verhandlungen sieht, dann waren wir mal auf dem Weg zu einer Welt mit bis zu plus 6 Grad. Jetzt sind 2,7 realistisch und mehr ist möglich, wenn eben hier wieder auch Teilbeschlüsse gefasst werden und nächstes Jahr wieder welche und so weiter. Also wir bewegen uns nach unten ganz deutlich. Dass das 1,5 Grad Limit eingehalten wird, ist praktisch eher unwahrscheinlich. Aber man hält an ihm fest, weil es der Antrieb ist, um möglichst viel zu erreichen. Und hier ist der Satz immer wieder gültig, jedes Zehntel zählt. Werner Eckert aus der SWR Umweltredaktion bleibt optimistisch. Vielen Dank.